Technologieaktien sind derzeit in aller Munde, sind auch seit einigen Jahren schlichtweg der Outperformer. Also wenn man sich den Nasdaq anschaut, der hat natürlich den Dow Jones ganz klar überholt. Allerdings fragen sich viele Anleger, ist das jetzt noch ein Niveau einzusteigen? Wir haken nach bei jemand, der sich mit dem Thema intensiv beschäftigt hat. Stefan Waldhauser war selbst als Tech-Unternehmer tätig, jetzt in beratender Funktion, und er hat ein Wikifolio, das wir uns heute anschauen möchten, das sehr beliebt ist. Das Hightech-Stock-Picking-Wikifolio. Ich sage ganz herzlich willkommen, Herr Waldhauser. Wir blicken auf die Tech-Werte, wo manch einer sagt, die sind vielleicht ein bisschen heiß gelaufen. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Meinen Sie, die Tech-Werte, über die heute alle diskutieren, sind auch in den nächsten Jahren noch the place to be? Also erstmal müssen wir klarstellen, was verstehen wir eigentlich unter Tech-Aktien, Tech-Werten? Früher war es ja ganz klar, das war Hardware, Software, IT-Services. Und heute versteht man eigentlich so in Anlegerkreisen alles, was mit Technologie zu tun hat, unter Tech-Werten. Also alle digitalen Plattformen zum Beispiel. Das heißt, wenn ich hier über Tech-Aktien rede, dann inkludiere ich die auch. Und somit reden wir über die Digitalisierung. Und ich denke, das ist keine Frage, dass die Digitalisierung uns noch viele, viele Jahre beschäftigen wird. Das ist die größte Veränderung unserer Gesellschaft. Und ich denke auch in den nächsten 10 Jahren die größte Investmentchance unserer Zeit. Und deswegen sollte man da dabei sein. Aber die Kurse, sind die nicht so ein bisschen heiß gelaufen, wenn man sich die Notierungen anschaut? Es geht immer weiter nach oben. Doch, absolut. Und nicht jedes großartige Unternehmen ist auch eine Investmentchance jetzt, um Gottes Willen. Deswegen, da muss man schon ganz genau hinschauen. Und auch ich bin jetzt sehr, sehr vorsichtig. Ich habe zum Beispiel in dem Wikifolio 30% Cashquote. Ich steige nur ganz behutsam in Werte ein, nie alles auf einmal kaufen, schon gar nicht irgendwelchen heiß gelaufenen Kursen hinterherlaufen. Keine überteuerten IPOs, wie es in den letzten Wochen hier gab, mitmachen. Und vor allen Dingen ja die Volatilität ausnutzen, die diese Technologieaktien haben. Also die rauschen auch gerne mal 30% nach unten. Das ist fast ganz normal. Und ich denke, es geht darum, die Furcht und Angst zu besiegen auf der einen Seite und nicht gierig zu werden, wenn es zu schnell nach oben gegangen ist. Und wer das beherzigt, der kann da auch erfolgreich sein. Blicken wir mal konkret auf ein paar Einzelwerte und natürlich landen wir da erstmal bei Tesla. Ein Unternehmen, das momentan immer im Fokus steht. Bei Ihnen hat es Tesla aber nie ins Wikifolio geschafft. Warum eigentlich? Das ist ja fast schon eine fiese Frage, weil es ein wunder Punkt von mir ist. Ich habe tatsächlich Elon Musk und Tesla fürchterlich unterschätzt. Ich habe es schon für überbewertet gehalten, als die Firma 100 Milliarden Dollar wert war. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 400 Milliarden. Mir ist da immer noch ganz schwindelig, obwohl ich an der Seitenlinie stehe. Meine Meinung hat sich nicht geändert. Tesla ist völlig überteuert. Tesla wird bewertet wie ein Softwareunternehmen, also wie so eine typische Cloud-Aktie mit dem 15-fachen des Umsatzes. Aber Tesla ist letztendlich immer noch ein Fahrzeughersteller und operiert mit Rohertragsmargen von 20%, eben wie ein Kfz-Hersteller und nicht mit 80% wie ein Softwarehersteller. Deswegen, ich kann es nicht nachvollziehen. Vielleicht fehlt mir die Fantasie. Ich bin gespannt, wie es in 10 Jahren aussieht, weil das sind so die Zeithorizonte, in denen ich denke. Auch Apple hat es nicht bei Ihnen ins Wikifolio geschafft. Jetzt hat der Kurs so ein bisschen nachgegeben. Ist das jetzt ein Niveau, wo Sie sagen, jetzt wird es attraktiv, jetzt könnte ich einsteigen? Also Apple ist genauso wie Tesla großartiges Unternehmen. Ich bin regelrechter Apple-Fan. Genauso wie ich auch ein Fan der Tesla-Produkte bin. Aber auch Apple ist aus meiner Sicht zu diesen Kursen keine Kaufgelegenheit. Apple ist ein Unternehmen, was nur noch einstellig wächst. Also ist ja kein High-Growth-Unternehmen. Wird aber bewertet mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von, ich glaube, ungefähr 35. Und wenn man sich das in der Historie anschaut, Warren Buffett hat es richtig gemacht. Er ist seinerzeit eingestiegen bei Apple, als das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 13, 14 lag. Das würde bedeuten, wenn wir auf so ein Niveau kommen wollen, die Apple-Aktie müsste sich mal eben mehr als halbieren. Ich glaube nicht, dass das passiert, aber mir fehlt auch die Fantasie, dass aus einem Unternehmen, was jetzt 2 Billionen Dollar schwer ist, dass sich da nochmal der Kurs vervielfacht. Und ich bin auf der Suche nach Vervielfachern. Ja, ich schaffe das natürlich nicht immer, aber ich sehe nicht, wo ich da bei Apple die Chance hätte. Klare Worte. Wir blicken auf ein anderes Unternehmen. Ganz ehrlich, das mir noch nicht allzu oft begegnet ist. Nutanix, eine Ihrer größten Positionen im Depot. Was genau macht das Unternehmen und warum ist es für Sie so attraktiv? Könnte es so ein Vervielfacher sein? Ja, Vervielfacher bei Nutanix bin ich mittlerweile skeptisch. Da ist zu viel in die falsche Richtung gelaufen in den letzten 2, 3 Jahre. Also Nutanix ist ursprünglich ein Hardware-Unternehmen,
was sich derzeit wandelt zum Softwareunternehmen, unter großen Schmerzen wandelt. Und ich glaube, diese Geschichte ist am Kapitalmarkt auch nicht wirklich verstanden worden. Nutanix verkauft jetzt eben Software-Subskriptionen. Das ganze Hardware-Geschäft hat man abgegeben, einfach liegen gelassen. Das heißt, man lässt viele, viele Umsätze liegen, generiert jetzt einen viel, viel wertvolleren Umsatzstrom von wiederkehrenden Software-Subskriptionen. Aber das ist in den Zahlen noch nicht sichtbar. Und deswegen, die meisten gucken auf die Headline der Zahlen, Umsatzwachstum ist nicht mehr da, negativer Cashflow, also wird die Aktie verkauft. Ich sehe das ein bisschen langfristiger. Ich glaube, was da rauskommt, ist ein sehr, sehr wertvoller Umsatzstrom. Die Kundenbasis steigert sich stetig. Und für mich das Entscheidende, ich bin felsenfest davon überzeugt, Nutanix ist außerhalb der Börse mehr wert, als der jetzige Aktienkurs aussagt. Sieht man auch am Einstieg eines Private Equity Investors jetzt gerade. Warum ich ein bisschen skeptisch bin, ob das ein Vervielfacher wird, wer weiß, ob da nicht eine Übernahme ansteht zu einem einigermaßen fairen Kurs, der wäre sicherlich oberhalb des jetzigen, aber ich glaube, kein Vervielfacher. Aber ein spannendes Unternehmen, nichtsdestotrotz, das hört man heraus, Vervielfacher ist natürlich auch mal ein bisschen hochgegriffen. Das wünscht sich ja jeder, einen Wert zu haben, der sich dann innerhalb von ein paar Jahren vervielfacht. Schaffen natürlich nur die wenigsten. Der Corona-Crash, der ist quasi jetzt ausgestanden. Also die schlimmsten Turbulenzen, die haben wir zumindest Stand jetzt mal hinter uns. Wir wissen nicht, was der Herbst bringt, aber die Krise begleitet uns weiter. Was trauen Sie den Märkten denn mit Blick auf Herbst und auch Winter zu? Also für so Fragen zum Markttiming bin ich eigentlich der falsche Ansprechpartner. Ich beschäftige mich so gut wie gar nicht mit Markttiming. Ich beschäftige mich mit Unternehmen und versuche, die so rauszufinden, die in ein paar Jahren mehr wert sind als heute. Aber wir können natürlich nicht ignorieren, dass die US-Wahlen bevorstehen, dass die Kurse sich in luftigen Höhen befinden. Und wie schon gesagt, deswegen bin ich sehr, sehr vorsichtig für den Herbst und den Winter, halte 30% Cashquote und warte eigentlich geduldig auf bessere Einkaufsgelegenheiten. Weil was ich sehe, sind viele überteuerte Aktien, aber wenige Kaufgelegenheiten. Die Tech-Werte sind natürlich bei Ihnen ganz besonders im Fokus. Welche anderen Branchen oder Bereiche finden Sie noch spannend für Anleger? Im Prinzip alles, was durch Digitalisierung berührt wird. Und die Digitalisierung zieht sich ja quer durch alle Branchen. Wenn man die Medienwelt anguckt, die wird völlig durcheinander gewirbelt von Social-Media-Unternehmen. Jetzt könnte man sagen, sind Social-Media-Unternehmen Tech-Unternehmen? Also für mich ist Facebook oder Pinterest oder Twitter kein Tech-Unternehmen. Die nutzen Technologie, um moderne Medienkonzerne zu schaffen. Also Medien ganz allgemein, die Social-Media-Unternehmen, auch moderne Werbeplattformen wie The Trade Desk, die ich schon seit Jahren im Depot habe, die haben sich inzwischen tatsächlich vervielfacht, sind nichtsdestotrotz immer noch für mich attraktiv. Aber auch der Bereich Payment zum Beispiel, also Payment-Plattformen, klassischen Banken haben es sehr, sehr schwer. Bin gespannt, wer sich da letztendlich durchsetzt. Ein Unternehmen wie Square bei mir im Wikifolio ist auch schon sehr, sehr teuer, aber dennoch eigentlich unaufhaltsam auf dem Weg nach vorne. Und dann gibt es auch viele andere Bereiche, wo ich mir noch nicht sicher bin, wo man da investieren sollte. Zum Beispiel digitale Gesundheit, E-Health. Wahnsinnig spannendes Thema, aber wer da die Gewinner sein werden, das ist noch nicht klar ersichtlich. Jetzt gibt es da mit Livongo und Teladoc einen Merger, eine Fusion. Die versuchen da einen wirklich großen Player zu schaffen. Aber auch beide Unternehmen sehr, sehr teuer bewertet. Aber das sind die spannenden Themen der Zukunft. Aber nicht zu vergessen, es gibt auch Old Economy Unternehmen, die auf einem guten Weg sind in ihrer eigenen digitalen Transformation, aber eben bewertet werden nicht wie so ein typisches Tech-Unternehmen. Also VW-Konzern ist ein ganz, ganz spannendes Unternehmen für mich mit dem Wandel zur E-Mobilität, wo sie viel weiter sind als zum Beispiel Daimler. Wenn da nicht der Machtkampf in Wolfsburg wäre, der dem Herrn Diess da so gewisse Fesseln anlegt, wäre ich da noch viel optimistischer. Aber auch Walmart zum Beispiel hat ja jetzt einen relativ neuen CEO, der sehr, sehr viele Weichen stellt, um Amazon da wirklich Paroli zu bieten. Insofern auch solche Unternehmen sind interessant und es lohnt sich auch über die eigentliche Tech-Branche hinaus zu gucken. Und ich darf ganz herzlich Dank sagen, Herr Waldhauser, dass Sie mit uns hier in Ihr Wikifolio geblickt haben und uns auch so ein bisschen erläutert haben, wie Sie vorgehen, welche Unternehmen spannend sind. Ich glaube, da gab es sicherlich viele Impulse für alle, die jetzt hier zuschauen. Ganz herzlichen Dank. Gerne. Tschüss.